Folge 8 von Drakensang. Ja. Sehr schön. Nein. Weiter ja, geht's. Ja, genau. Wir sind in den Fahrdock angekommen, letzte Folge. Ja, Sherlock, Julia, weiter geht's. Wir müssen jetzt ermitteln, ne? Wir müssen. Dranor, du konnte nicht in die Stadt rein, wollte bei dem Mautklettern und ist quasi direkt vor die Füße der Stadtwache gefallen. Also kurz zusammengefasst, die Situation ist, Dranor sitzt im Gefängnis, unser Kumpel oder Begleiter, nennen wir ihn genau. mal. Genau. Die Ermittlungen haben begonnen um den Mord an unserem Freund, den wir hier eigentlich besuchen wollten. Genau. Der uns um Hilfe gebeten hat, dass wir zu ihm kommen. Der ist tot, im Hafen aufgefunden worden. Wir dürfen jetzt ermitteln. Wir sind nämlich von null auf Detective befördert worden. Genau, und dürfen wir sind jetzt ermitteln. Quasi Deputy, wir sind jetzt Hilfs-Sheriff und wir haben jetzt drei Mordfälle. Ardo vom Eberstamm. Und die, es ist also eine Mordserie. Und Ilko, genau, sollen dann ermitteln und gucken uns mal ein bisschen um. Na, vor allen Dingen, wissen wir denn jetzt schon, ob es da große Übereinstimmungen gibt bei den Morden oder so? Oder ob wir die irgendwie zusammenhängen? Wir wissen noch gar nichts. Also okay. Es gab drei Morde und wir müssen mal gucken. Tja, scheint nicht so viele Morde in der Stadt zu geben, wenn drei Morde schon eine Auffälligkeit sind. Naja, okay, es ist Sherlock, das ist nicht New York, ja? Ja, aber fast. Es ist Mittelalter-Fachwerk New York. Guck ja. dir mal an, wie hoch die Mauer ist. Quasi. Alter Falter. Ja, das ist tatsächlich was, das der Triumph-Tempel. Ja. Es ist also kein Wunder, dass das ein bisschen beeindruckend protzig ist. Ja. Genau, wir gehen mal. So, genau, hier rechts, für alle, die es nicht mehr wissen, war das Haus von unserem Freund. Genau, hier, aber da kommen wir im Moment noch nicht rein. Weil das noch quasi als, nicht als Tatort, aber als in Verbindung mit einer Szene, die in Gewahrsam ist, die in Verbindung ja. mit einem Verbrechen steht. Und wir gehen jetzt hier in diese Taverne. Silberkrug. Genau, was sich hier mit einer der Zeugen zum Mord an unserem Freund sich befinden soll. Na, schauen wir mal, was wir da rauskriegen. Genau. Also die anderen Mordfälle, müssen wir die ermitteln oder können wir die müssen, auch ermitteln? Wir müssen alle drei. Da, der Herr Fortune. Interessiert mich doch aber gar nicht. Also, mich jetzt als Charakter. Doch. Kennt doch die Leute gar nicht. Der ist betroffen. Doch, denn wir gehen ja davon aus, dass alle drei Morde im Zusammenhang stehen. Na gut. Mehr Bier haben. Mehr Bier. Du bist ja ein tolles Gespräch. Danke. Danke für ja. das Gespräch. Bussi. Der muss erstmal ausnüchtern. Können wir dem einen überziehen, irgendwie mit einem Gürtel oder so? Dann ist er. Muss dringend mit Fogrim reden. Unser gemeinsamer Freund Ardo von Eberstamm wurde ermordet. Ja, das weiß der bestimmt schon. Genau. Hix, mein Freund ist tot. Ja. Traurige Geschichte. Genau, hat sich sogar, er war eigentlich Ardos Leibwächter und hat sich jetzt quasi aus. Oh Mann, was für ein Loser. Aus Schuldgefühl den Bart selber abrasiert. Das ist ein Zwerg ohne Bart, ne? Ja, ja, das ist peinlich. Wird nicht wert. Ja. Bin mir dann nicht wert. Genau, Dennis, du bist auch den Bart nicht. Obwohl, du hast ja jetzt einen Bart. Ich hab ne? jetzt gerade langsam, Bart. Langsam, ja. Ja, da ist morgen wieder weg. Ich, so. Wenn ich zur Arbeit fahre, rasiere ich mir. Jetzt geben wir hier dunkles Spezial. Du schuldest mir noch vier Heller. Was müssen wir jetzt machen? Wir geben jetzt Pferd, hier einen Kuck Bier. Vorgrimm dieses dunkle Spezial. Sollen wir ihn noch betrunken machen? Wir kriegen jetzt kein Pferdocker Helles, sondern ein dunkles Spezial. Und was bringt das? Ist er dadurch wieder... Das ist Kräuter, so ein Kräutersud und jetzt ist nüchtern, nüchtern, also so ein bisschen okay. offenbar. Habe ich bestimmt schon mal von mir erzählt, habe ich ja Pferdock genau. gebeten. Stimmt, Ardo hat tatsächlich schon von euch erzählt, dein Freund Ardo ist auch noch, Ardo ist tot. Wische nicht, Ardo ist meine Schuld. Ja, ja, du bist schuld. Wir haben es verstanden. Wir sehen es auch so, dass genau. du schuld bist. Also Ardo hatte ein Treffen. Oh. Dem Obergardisten Taschmann. Der ist schuld, das war der Mörder. Ich bin da immer schnell, was das angeht. Komm, Folgen, lass uns losziehen, den Mörder. Wollen wir den echt mitnehmen? Das finde ich klar, Folgen ist tatsächlich nützlich. Ja, ne, nützlich. Man kann Zwergenweitwurf mit ihm spielen, aber sonst... man kann seinen Bierkrug auf ihm abstellen, weil er genau die richtige Höhe hat, wenn man gerade steht. Ist wie so ein Stehtisch. Ja, ja. Naja. Du bist ein bisschen unleidlich heute, ne? Nee, wieso? So ein kleiner Zwerg? Was will ich denn mit dem Zwerg? Zwerge. Okay, der Rest ist jetzt nicht so... genau, das nehmen wir ihn mit. Ja. Genau. So, müssen wir ihn ein bisschen aufbauen hier. Vier Heller, genau. So, wir haben jetzt immer 20 Erfahrungen bekommen dafür, dass wir Fulgrim rekrutiert haben. Das hat auch schon was. Ja, ne, hat tatsächlich kampfmäßig ganz gut dabei. Ja, na, ist doch gut. Das, wir mussten ja Dranor auch hergeben. Ja, Dranor jetzt, ja, Dranor ist auch als Kämpfer nicht so wirklich zu gebrauchen. Aber insofern, er ist mir sehr sympathisch, weil er ist Degenkämpfer und wer unser Pen and Paper sieht, der weiß, dass ich mich damit identifizieren kann. Und das heißt, du bist als Kämpfer auch nicht zu gebrauchen. Ich bin der beste und einzige gute Kämpfer in der gesamten Gruppe.
als mit dem Degen. Ja, das ist das große Problem. Wir haben zwei Zwerge, die nichts. Ich hoffe, ihr hört nicht zu, ihr beiden Zwerge. Ihr seid super. Ihr macht das ganz toll. Ihr kriegt das hin, Leute. Ja, ihr macht das ganz toll. Oh Gott. Schwierig. Und dann haben wir noch einen Heiler, der gar nicht kämpfen kann. Das ist die Truppe. Ich muss eigentlich mal überlegen, müssen wir jetzt in den Hafen oder müssen wir ins Fuhrmannsviertel? Was ist denn im Fuhrmannsviertel? Davon habe ich ja noch gar nichts gehört. Leite mal die Ermittlungen ein bisschen her, weil ich weiß gar nicht, was soll mit dem wir suchen jetzt die Tatorte von diesen anderen beiden Morden auf. Mhm. Und der eine war auf jeden Fall am Hafen, ich glaube der andere, ja, der war im Fuhrmannsviertel. Wir müssen eher am Beispiel. Also sind zwei am Hafen ermordet worden. Genau, Ado und der Drache, glaube ich, und der andere, der alte Mann, der Ilko, ist im Fuhrmannsviertel ermordet worden. Oh, Fuhrmannsviertel, das klingt ja nach Bahnhofsgegend. Ja, ist so ein bisschen das Arbeiterviertel. Das ist fürchterlich. Genau, guck mal, jetzt haben wir schon Fragezeichen. Ah, sehr auf der Karte. Fragezeichen mag ich in Rollenspielen. Ja, ich mag das auch. Da weiß man, wo man hin muss. Ja, das flinke Frettchen. Und ein paar Humpen nehmen. Nee, Rolana. Achso, bitte. Lasst uns reingehen und den Geist erfrischen. Mann, Leute, wir wollen nicht saufen, wir wollen Leute, ermitteln. Wir sind jetzt am Arbeiten hier. Mein bester Freund ist hier ermordet worden. Arbeiten kann man halt, trinken kann man auch noch nach der Arbeit. Genau. Also jetzt erstmal arbeiten. Genau, Nasreddin ist ein Söldner, den wir anheuern können. Ja, aber wir haben doch schon einen Zwerg. Ja, wir sind auch... Wir haben einen betrunkenen Zwerg, was willst du denn mit einem eben, Söldner? Eben, also wir brauchen mehr nicht. Das ist Quatsch. Also hier ist Blut. Genau. Loser Mann. Also der war groß und stark. Okay. Genau. Schauen wir mal, ob wir da... Ja, alles ist zerschlagen. Bloß lass uns noch mehr zerschlagen. Genau, das finden wir hier in dem Pass. Finden wir natürlich sofort eine Spur. Ja klar, so funktioniert Ermitteln. Genau, Fässer zerschlagen und Talismane. Talismane? Talismanse. Talismänner. Talismänner, auf jeden Fall. Genau. Also, der Leute, Dennis und ich gehen demnächst zur Polizei. Mhm. Ja. Ich hab Polizei, Mann. Du hast auf jeden Fall Polizei. Nicht nur Jan Böhmermann, auch ich habe Polizei. Du hast viel zu wenig Polizei, Junge. Das ist richtig. So, da können wir was kaufen, ja, ne? Aber brauchen wir nichts, oder? Brauchen wir der was? Der verkauft nicht wirklich nützliche Sachen und auch nichts, was wir eben wirklich brauchen. Ah, ein paar neue Stiefelchen. Was man halt so... Wir haben eine Frau dabei, die will doch bestimmt Klamotten shoppen. Dies ist der Schauplatz eines schweren... Ja. Mäßigt euren Ton, Stadtgattes! Mein lieber Freund. Mein Name ist ja wohl hier Kolga von Dergelheim. Wenn du das noch nie gehört hast, dann ist dir auch nicht mehr zu helfen. So, wir dürfen durch, wir sind ja hier Chefermittler. Genau, wir sind hier Hilfs-Sheriff. Chef-Hilfs-Sheriff. Genau. Junge. Würde schon sagen, also Chef ist das Mindeste, was man vor unseren Rang setzen muss. Egal worum es geht, wir sind auch meinetwegen Chef-Tellerwäscher. Chef-Konditor. Chef-Konditor sind wir auf jeden Fall. So viel Süßigkeiten, wie wir in der Hosentasche haben. Ja. So, wo sind denn jetzt hier mal ein paar Spuren? Natürlich auch wieder im Holzfass. Das ist noch ein Talisman. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, hier gibt es tatsächlich keine Spuren. Hier kann man nur hingehen und sich das angucken. Oh, aber Quellwasser. Und ein bisschen und Bier. Bier brauchen wir immer. Wenn man Vorgrund bei hat, ist Bier immer gut. Können wir ihn mit Bier füttern und wird er dann effizienter als Kämpfer? Dann wächst er vielleicht noch ein bisschen. Wächst er? Weiß ich nicht, ob das wächst ihm neuer Bart. Bolzen, ne? Können wir mal hier schießen. Ja, ist hat Rolana meistens im Bogen ausgerüstet. Ah, okay. Ja, machen wir hier mal die ganze Stadt kaputt. Genau. Weil wir es können. Und rostige Nägel, ja. Und Fellfetzen. Alter, sie sind gemachte Leute jetzt. Das lohnt sich. Nie wieder arbeiten. Genau. Okay, also wir haben nichts rausgefunden hier am Schauplatz. Genau, wir haben uns nur mal die Location angeguckt und ein bisschen traurig und so, ne? Mhm. Mann, die Kamera spinnt rum hier. Spackenteil. Ja, die rechte Maustaste von der Maus ist ein bisschen störrisch. Ja. Also die ist auch schon habe ich schon gemerkt. Ja. Muss man einfach ein bisschen doller drücken. Manchmal. Oder noch ein zweites Mal. Oder wie auch. Achso, warte, dann haben wir jetzt noch das Fragezeichen. Dann wollen wir da hingehen. Genau. Jetzt schnippt hier so ein bisschen rum. Achso, warte mal. Das ist der Tatort, wo wir schon waren. Das ist ein Fragezeichen noch da. Ich finde das nicht gut. Das irritiert mich. Es soll weggehen. Ja. Geh weg. Question mark. Go away. Und das da oben auch. We hate you. Ja gut, was können wir jetzt auch machen hier im Hafenviertel? Na, wir haben jetzt mit dem Typen gesprochen, der da diesen Tatort bewacht hat, ne? Dem wir da unseren Ermittlungsbefehl da vorgesetzt haben von der Frau vom Fräulein Dorkenschmied. Und der hat uns gesagt, wo wir den Obergardisten Taschmann finden, mit dem Ado sich treffen wollte. Verabredet war, als er ermordet wurde. Da ist er. Genau. Sagte er zu der Frau. Ja. Ne?
Ja, muss ein bisschen abtasten hier. Genau. Leibesvisitation. Ja, ja, das sagen Sie alle. Ich fürchte, dem müssen wir schon genauer auf den Grund gehen. Oh, na, dann gehen wir auf den Grund. Das ist keine gute Idee. Ja, das ist eine Prostituierte. Meinst du? Habe ich, ja, so den Eindruck. Hast du dir jetzt ausgedacht? Es ist nur eine emanzipierte Frau, die weiß, was sie will. Oder eine Prostituierte. Aber es ist fast dasselbe. Verzeiht meine Störung. Ich dachte, ich fände euch bei einem Unfall, von dem mir Kattis Brittl erzählt hätte, auf Geheiß. Okay. In diesem Fall bin ich natürlich meinen Ton zu entschuldigen. Hilfswache. Junge, wir sind Chefshilfswache. Chefhilfswache, ja? Wenn. Ja? So viel Zeit muss sein. Genau. Ich wusste gar nicht, dass unsere werte Wachhauptfrau jetzt auch schon zu Verzweiflungstaten neigt. Also, merkt, er mag uns nicht unbedingt. Na, und er mag auch die Wachfrau nicht so sehr. Nein. Wahrscheinlich hat er sowieso ein Problem mit Frauen, Respekt und so, ne? So ja, gerade. Ja. Oder ist nicht Tja Ade von Eberstein? Ja, wohl erwischt mein Beileid auch. Also dann gab es. Aber weiter. Entschuldige mal, wir haben Fragen und so. Ja, war es der die Leiche Ebersteins vorfand. Außer dem Leichnam war jedoch nichts zu sehen. Es war alles so wie bei den anderen Morden. Kein Herz, keine Spuren, keine Zeugen. Kein Herz ist ja schon mal eine gute Information. Ja. Und niemand auftreiben können, der was gesehen haben will. Tief, ja, wollt ihr euch im Sack gemacht? Wollt ihr euch nicht treffen? Ja. Junge? Vom alten Brummschädel, das stimmt. Aber hat mir doch von dem Treffen erzählt. Wieso habe ich nur auf ihn gehört? Er war doch meine Pflicht, ihn zu beschützen. Gebt ihm ein Bier, damit er ruhig ist. Beruhigt euch, seid versichert. Wir werden nicht eher ruhen, bis wir den Mörder gefunden haben. Meine Axt, du hast so schwer bekommen, dieser Verrückte. Du hast gar keine Axt. Und dann die Nase kaputt beißen. Brauche ein helles. Das finde ich gut. Ja. Nase kaputt beißen finde ich gut. Ja, finde ich sehr gut. Ja. Ist effizient. Der Grund des Treffens war ein einfacher Austausch von Informationen bezüglich seiner Ermittlungen. Oh, er hat Ermittlungen durchgeführt. Auch Ado hat ermittelt. Ah, aber auch ein Hilfswache. Chefhilfswache. Chefhilfswache. Genau. Nee, der Rang wurde für uns erfunden. Woher soll ich das wissen? Er hat nur ein paar vage Andeutungen fallen lassen von organisiertem Verbrechen in Ferdok. Aha. Korruption war die Rede. Okay, da wollte ihn wahrscheinlich einer verschwinden lassen. Und nicht mehr die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Wie gesagt, ich fand ihn tot auf. Okay, also Korruption. Das heißt, wir sollten ins Rathaus gehen zum Bürgermeister, weil der ist bestimmt schuld. Der Graf. Der Graf, was auch immer. Graf Gorbin. Wir kommen tatsächlich noch in den Stadtpalast von Graf Gorbin, aber das dauert noch ein bisschen. Dann hacken wir ihm den Kopf ab. Da haben wir dann schon meinen Lieblingscharakter, weil ich auch unter keinen Umständen nie wieder jemals mehr hergebe. Ja, das wollen wir erstmal sehen, ob wir den finden. Du kannst so Gift drauf nehmen. Will ich aber nicht, ich mag mein Leben. Gift ist eklig. Ja, stimmt. So. Können wir jetzt hier noch was machen? Nee, ne? Oder nee, wir könnten jetzt noch ins flinke Frettchen gehen. Da gehen wir doch mal hin. Berühmte Kneipe. Na, mal ein Bierchen trinken. Ja, ein Bierchen trinken. Genau, Rolana und Volkram haben ja beide den Wunsch geäußert, da mal reinzugucken. Höflichst angefragt, ob es denn nicht möglich wäre. Da mal genau, quasi als touristische Kuriosität. Ja. Auch das mal zu besichtigen. In gewisser Weise ein Teil einer Kulturweiterbildung. Leute, wir sind hier, ihr seht es richtig aus dem Stadtplan, wir sind hier in der Hurengasse. Wir sind in der Hurengasse. Genau. Es ist ein deutsches Rollenspiel, da kann es auch eine Hurengasse genau. geben. Genau, hier ist so eine Dame, die auffällt. Wie ist sie? Sanfte Sanna. Die sanfte Sanna. Die haben alle so lange. Eine Dame, die wir da an der Ecke mit Taschenmarkt kaufen, oder hieß auch hübsche Haare. Na gut, das scheint ja auch eine Uniform zu sein, die haben alle dieselben Klamotten. Genau. Also die haben vermutlich auch denselben Arbeitgeber. Rote, tief ausgeschnittene Kleid. Genau, gehen wir mal ans flinke Frettchen. Können wir uns mal so umgucken. Auch schöne Musik in Wirtshäusern. Ja, Geografie und Historie. Genau. Interessant. So, und schauen wir mal, wie es hier aussieht. Wir waren ja schon in der anderen Schenke eben. Wo genau, wir waren im Silberkrug, wo wir Folgen aufgegabelt haben. Oh, ja, gucken, die dicken Bierfässer hier. Genau. Sehr gut. Stitus die Milz. Ich glaube, mit diesen Typen, die müssen wir später auch nochmal anquatschen. Bestimmt! Wer weiß irgendwas über den Mord an Sandor, dem Drachen? Habe nichts zu sagen. Stitus die Milz, Alter. So, weißt du was? Kann ich auch nichts sagen. Ach, du bist so sinnvoll wie ein zweites Arschloch, meine Güte. Ja, das trifft auf alle, auf alle NPCs zu, oder? Ja, das mag. Wobei, manche geben einem ja wenigstens Informationen. Ja, manche geben Informationen oder verkaufen einem irgendwas, aber die meisten sind dann nur dazu da, damit die Welt nicht so leer aussieht. Ja, ist aber auch ganz schön. Es gibt genug Spiele, wo die Welt leer aussieht. Ja, ich würde aber sagen, bevor wir nach Fuhrmannsheim gehen, machen wir nochmal eine kurze Pause, oder? Genau, machen wir ein bisschen. Und wir sehen uns dann in Fuhrmannsheim nächstes Mal. Ja, bei weiteren Ermittlungen. Genau, bis mach's dann. Gut. Tschüss.